Dobri večer, Varishi Tovarish. Herzlich willkommen zu unserem Film Der Stille Dom. Wenn ich jetzt ein bisschen rot im Gesicht aussehe, dann ist es der Tatsache geschuldet, dass ich mich auf diese Präsentation vorbereitet habe. Wie sich das eben gehört, wenn man einen russischen Film präsentiert mit sehr viel Wodka. Das sieht zwar aus wie Tee, das ist ein Wahnsinn natürlich. Ich bin fast ausgewandt, aber das ist eine schöne Farbe. Der Stille Dom, ein monumentales Meisterwerk der russisch-sowjetischen Filmkunst, gedreht von Sergei Gerasimov im Jahr 1957, meine Gott, ja. Nach einem Roman von Michail Scholochow, der für diesen Roman 1965 den Nobelpreis erhielt. Die Autorenschaft stark umstritten inzwischen, das ist ein großes Geheimnis, wer der eigentliche Autor ist. Es gibt viele Mutmaßungen, es tut dem Film überhaupt keinen Abbruch. Das ist ein episches Meisterwerk, so etwas habe ich noch nie gesehen, von einer Tiefe, von einem Wahnsinn, von einer Irrationalität, von einer Kraft, wie sie eigentlich nur die russische Literatur, der russische Film jemals generiert hat. Sie haben das Gefühl, Sie lesen einen Dostojewski-Roman oder einen Tolstoi-Roman. All das ist in dieser wahnsinnigen, abgründigen Liebesgeschichte, in diesem Opus Magnum von Gerasimov enthalten. Das ist die Geschichte eines Kosakendorfes zwischen 1912 und 1922. All dieser Wahnsinn, der dann mit der russischen Revolution losgeht, eine Vernichtung der Zarenfamilie, die Amour-Fou, die wahnsinnige Liebe eines Kosaken zu einer Bauersfrau, Aksinja, eine Schauspielerin, wie ich es noch nie erlebt habe. So schön und so leidenschaftlich, aber er darf sie nicht heiraten, nein, sein Vater befiehlt ihm zu heiraten. Eine Natalia, eine sehr schöne Frau, finde ich, irgendwann mag er sie nicht und lehnt sie ab und sie bringt sich schwere Verletzungen bei, die sie für ihr Leben zeichnen. Und er zieht dann also den Wahnsinn dieses Bürgerkrieges, erstmal ist er auf der Seite der Roten, dann auf der Seite der Weißen, ganz irgendwann steht ganz am Ende, verliert er natürlich, weil die Sowjetmacht sich etabliert, dann 1917 und er dieses Kosakendorf zurückkommt und in einer Katastrophe endet. 6 Stunden lang dauert dieses Werk, glaube ich. Keine einzige Minute ist langweilig. Es ist von einer solchen Dichte und fantastischen Stärke. Solche Schauspieler, so eine Kameraführung, eine Farbigkeit, eine Kraft in diesem Film, wie ich das noch nie vorher und nachher jemals gesehen habe. Deswegen müssen Sie diesen Film sehen. Gehen Sie einfach darin unter. Lassen Sie sich gefangen nehmen von diesem Meisterwerk von Gerasimov, Der Stille Dom. Viel Vergnügen.